Hallo, Lord Fulminator. Du willst mir nicht die Talarien abhüllen hier. So. Fremdling, euer Sieg war wohl verdient. Meine Vision wird bald erfüllt sein. Schluss mit den Spielchen. Ihr werdet mir auf der Stelle alles erklären. Entschuldigt seinen Tonfall, Ehrwürdiger. Er begreift unsere Wege nicht. Eine Erklärung ist durchaus angebracht. Fulminis korrumpierte das Heilungsritual. Er schuf eine Plage des Wahnsinns und wollte ganz Wurst damit infizieren. Milliarden sterben auf furchtbare, grausame Weise. Das Gemetzel greift auf dem gesamten Planeten um sich. Selmakos Hilfe war notwendig. Ich nehme an, ihr habt euch von einer eurer Visionen leiten lassen. Ich träumte vom dunklen Herz. Geheimnisse wurden offenbart. Der Kern ist am Leben. Intelligent. Ein Wesen aus reinster Bosheit. Ein Wille ohne Körper. Selmakor. Wenn niemand etwas unternimmt, wird sich die Korrumpierung über die Albtraumlande hinaus verbreiten. Selmakor muss vernichtet werden, sonst wird Vos verzehrt. Ich habe Fulminis begleitet, damit Talare uns folgt, denn nur sie kann Selmakor vernichten. Narr, Selmakor ist tot. Dunkelheit. Kein Boss kann ihn vernichten. Ich werde ihr helfen. Ihr habt euren Beitrag geleistet. Ihr habt die Karten aus Gormakos geholt. Ihr habt Fulminis besiegt. Ohne euch wäre Talare jetzt nicht hier. Ehrwürdige, sagt mir, was ich tun soll. Steigt die Stufen hinab in den Schlund des Selmakor. Stellt euch dem Bösen, das dort haust. Vernichtet es. Reinigt Vos. Ihr werdet nicht überleben. Euer Opfer wird ein Jahrtausend des Friedens zwischen den Vos und den Gormax einläuten. So wird meine Vision erfüllt. Ihr verlangt von Talare das größte Opfer, das man erbringen kann. Das ist meine Bestimmung. Meine Taten werden ganz Vos retten. Nein, nein. Entweihung, Erniedrigung, Vernichtung. Das darf nicht sein. Jedi, werft den Mystiker in den Schlund. Belohnungen. Macht. Selmakor bietet sie euch, wie eure Vorgänger. Ihr seid ein Wesen aus reinster Bosheit. Ihr müsst vernichtet werden. Beeilung, Talare. Die Zeit wird knapp. Ich respektiere eure Entscheidung, Talare. Ich werde nicht eingreifen. Ich diene dem Willen der Mystiker, wie es auch mein Mann getan hat. Unsere Namen werden für immer in den Liedern vereint sein. Nein, aber Verzweiflung! Es ist vollendet. Talares Opfer öffnet den Weg für ein neues Zeitalter des Friedens auf dieser Welt. Ich danke euch, Fremdling. Ihr habt ebenso viel Treue bewiesen wie ein Vos. Die Kunde dessen, was hier geschehen ist, sollte überall auf dieser Welt verbreitet werden. Das ist das Mindeste, was Talare verdient. Man wird Gedichte schreiben.
Familien werden ihr Loblieder singen. Wir werden ihrer ehrenvoll gedenken. Ich kehre jetzt nach Voska zurück. Lebt wohl, Fremdling. Tja, Talaré. Auf bald. Das arme Mädel hat sich geopfert. So, benutzt das Holoterminal deines Schiffes. Wow. Okay. Wir sind tatsächlich hier mit was hätte hier. Komm, Kira, wir gehen nach Hause. Es ist mir die größte Freude, Ihnen bestmöglich zu dienen. Und das sage ich nicht, weil ich so programmiert wurde. Meisterin Satil, ich habe Lord Fulminis aufgehalten. Mit einer Seuche, die bei ihren Opfern Wahnsinn verursacht, hat er die Bewohner des Planeten gegeneinander aufgebracht. Wenn er Erfolg gehabt hätte, wäre auf Voss sinnlose Gewalt ausgebrochen. Der ganze Planet wäre jetzt ein Schlachthaus. Die Brutalität der Sith kennt keine Grenzen. Ich gratuliere zu diesem erfolgreich ausgeführten Auftrag. Ich weiß, dass ihr es mit den Bewohnern von Voss nicht leicht hattet. Die Voss sind seltsam, aber letztlich brauchte ich ihre Hilfe, um zu gewinnen. Es zeugt von wahrer Stärke, wenn man zugeben kann, dass man von anderen Hilfe benötigt. Ich hoffe, dass ihr auch stark genug für das seid, worum ich euch nun bitten werde. Einer unserer vermissten Jedi ist wieder aufgetaucht und es gibt schlechte Neuigkeiten. Warren Sidoro hat das republikanische Flaggschiff Valiant angegriffen und geentert. Hinter was ist Warren her? Die Valiant steht unter dem Kommando von Admiral Dabrin, einem unserer führenden Militärbefehlshaber. Er hat dem Imperium schweren Schaden zugefügt. Admiral Dabrin ist komplett in die Kriegspläne der Republik eingeweiht. Wenn das imperiale Militär diese Information bekommt, wird es uns zerschmettern. Ihr versteht nicht. Der gefallene Jedi dient dem Imperator. Wir müssen herausfinden, was sein Auftrag ist. Wir haben viele Gründe dafür, diese Sache zu verfolgen. Wo müssen wir hin, Meisterin Satil? Die Valiant hat bei diesen Koordinaten ihren Kurs verlassen. Befreit sie, rettet den Admiral und bringt die Pläne des Imperators in Erfahrung. Schnell, die Crew der Valiant hält nicht mehr lange durch. Okay. Wir müssen also die Valiant jetzt retten. Oh, Kira. Wir reden jetzt mal über Kira kurz. Wollt ihr mal was Verrücktes hören? Als Jedi habe ich mehr gekämpft als in meiner ganzen Sith-Ausbildung. Nicht einmal Sith würden Kinder zu einem Duell zwingen. Das glaube ich nicht. Macht ihr Witze? Mit 6 habe ich meinen ersten Tukata, ein großes, böses Ding, getötet. Es ist nicht einfach, dem größten Jedi-Krieger der Galaxis den Rücken zu decken. Ich werde nicht so tun, als würden wir je ebenbürtig sein, aber ich kenne ein paar neue Kampfbewegungen, die ich nächstes Mal ausprobieren werde. Spart euch nicht alle neuen Bewegungen für den Gegner auf. Ich habe schon noch ein paar Tricks, die ihr noch nicht kennt. Ein paar behalte ich für Regentage in der Hinterhand. Na, das ist doch fein, Kira. So. Die Valiant. Ups. So, wir sind an Bord der Valiant. Hangar Deck. Imperiale. Oh, das ist jetzt was los hier. Okay.
Du nimmst ja mal die dicken Schrauber, ich weiß genau, die ein bisschen betäuben wahrscheinlich. Doch nicht? Oh, wir sind gleich schon da. Sehr gut. Schritt näher und der Admiral stirbt. Was mit mir geschieht, spielt keine Rolle. Er wird uns alle vernichten. Tötet ihn! Niemand muss sterben. Redet mit mir, Warren. Nein, lasst ihn nicht in euren Geist eindringen. Er hat etwas mit meinem Kopf gemacht. Er hat mich gezwungen, die Sicherheitscodes für unsere gesamte Flotte zu verraten. Dieses Flaggschiff gehört dem Imperium. Bleibt und das Blut des Admirals wird an euren Händen kleben. Das seid nicht ihr, Warren. Der Imperator kontrolliert euch. Aber ihr könnt ihn verdrängen. Konzentriert euch. Nein. Ich will nicht vorgeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich bin endlich frei. Eure Jugend wird euch nicht retten. Mein Meister gab mir all die Kraft, die ich brauche, um das hier zu Ende zu bringen. Okay, Warren. Wieso besteht ihr darauf, ein Sklave zu bleiben? Mit eurer Macht könntet ihr alles tun und sein. Ihr könntet Welten beherrschen, alle Feinde vernichten, jede Frau haben, die ihr wollt. Ihr könnt mich damit nicht locken, Warren. Das alles brauche ich nicht. Aus euch spricht doch nur der Rat. Denkt doch für euch selbst. Ich habe wahre Macht gekostet. Ich werde niemals zu den Jedi zurückkehren. Dieser Krieg ist beinahe vorüber. Meister Braga wird das Imperium auf Corellia zum Sieg führen. Milliarden werden sterben. Ihr habt mir gerade gesagt, wie ich den Imperator aufhalten kann. Entweder wollt ihr das, oder ihr lügt. Er würde den Admiral nicht töten. Und jetzt das. Ich denke, er will uns helfen. Wieso sollte ich Angst davor haben, euch mitzuteilen, dass ihr bereits versagt habt? Corellia wird fallen. Und die Republik ebenso. Dieser Mann hat mich dazu gebracht, die Sicherheitscodes unserer Flotte zu offenbaren. Das Imperium wird uns vernichten, wenn diese Informationen verbreitet werden. Er muss sterben. Soweit ich weiß, sind Jedi keine Scharfrichter. Wir können nicht riskieren, dass er entkommt und dem Feind verrät, was er weiß. Es gibt nur eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das nicht geschieht. Wir töten keinen wehrlosen Mann. Er war einst unser Verbündeter und ich hoffe, das wird er auch wieder. Sperrt ihn ein, bis andere Jedi kommen, um ihn zu holen. Verstanden, Admiral? Schwach wie immer. Deshalb versagt die Republik jedes Mal. Ich werde diesen Verräter zu meinen Bedingungen an Bord behalten. Die Meditechniker des Schiffs werden ihn ruhig stellen, bis eure Leute eintreffen. Wenn diese Informationen über Corellia wahr sind, sind unsere Truppen in Gefahr. Wir sollten besser alles mobilisieren, was wir haben. Ich werde das Oberkommando alarmieren. Ihr informiert euren Rat. Viel Glück. Abgeschlossen. Sprich mich an. Okay. Benutze das Holozimmer deines Schiffes. Machen wir.
Ach, da lang. Admiral Dabrin und sein Flaggschiff sind sicher, Meisterin. Außerdem haben wir Warren gefangen genommen, aber ihr werdet feststellen, dass er verändert ist. Wir konnten Lianaris helfen. Und wir werden auch herausfinden, wie wir Warren helfen können. Warren hat uns verraten, dass Meister Braga auf Corellia ist. Er ist im dortigen Krieg die Geheimwaffe des Imperators. Die Republik sendet alle verfügbaren Streitkräfte zur Verteidigung Corellias aus. Wenn Meister Braga den Feind unterstützt... Der Imperator hat kein Interesse daran, Corellia zu erhalten. Er will den Tod von Milliarden, um sein Ritual voranzutreiben. Findet Meister Braga und setzt diesem Wahnsinn ein Ende. Nehmt sofort Kurs auf Corellia. Das werden wir tun. Meisterin, ich bin auf Corellia gelandet. Nach dem, was hier alles anfliegt, scheint die Schlacht sehr heftig zu sein. Corellia befindet sich im totalen Kriegszustand. Die Republik und das Imperium kämpfen ohne Gnade. Die Verluste sind niederschmetternd und das nicht nur aus militärischer Sicht. Stündlich sterben tausende Zivilisten. Und jeder Tote bringt den Imperator seinem Ziel näher. Und genau deshalb dürfen wir uns nicht zurückziehen. Wenn die Republik abrückt, wird das Imperium jedes Wesen hier auslöschen. Unser Feind braucht keine Waffe, die ganze Planeten zerstören kann. Der Krieg selbst wird ihm bringen, was er will. Meister Tolbraga hilft dem Feind. Er weiß, wie er uns treffen und unsere Bemühungen, den Planeten zu retten, zunichte machen kann. Für den Sieg ist es unbedingt notwendig, dass wir Meister Braga aus der Kontrolle des Imperators befreien. Das ist ein großer Planet. Er könnte überall sein. Er kommandiert Legionen der Imperialen und Sith? Das geht nicht aus einem Versteck heraus. Es leben nur noch wenige Jedi auf Corellia. Ich schicke Verstärkungen aus dem Outer Rim, aber das sind unerfahrene Leute. Wir brauchen einen starken Anführer für diese Schlacht. Ich ernenne euch zum Oberbefehlshaber der Jedi-Truppen auf Corellia. Ich werde diese Krise mit so wenigen Opfern wie möglich beenden. Corellia darf nicht fallen. Ihr habt zwei Aufträge. Unterstützt mit unseren Truppen den Militäreinsatz der Republik und findet Meister Braga. Bis Verstärkung eintrifft, solltet ihr die wenigen Jedi sammeln, die noch auf der Oberfläche sind. Mein Kontakt, Captain Rigdeen, wird euch helfen, sie zu finden. Ich schicke euch seine Koordinaten. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. Okay. Als ich von den Kämpfen auf Corellia gehört habe, wusste ich, dass sie euch schicken würden. Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Seht euch an. Ihr seid alles geworden, was ich mir je erhofft habe, Waffe der Jedi. Kennt ihr den Typ? Jemand, den ich sehr lange nicht gesehen habe. Hat er schon immer so gerochen? Ich bin durch die Galaxis gereist und habe nach Wissen und Waffen für euch gesucht. Ich habe alles mitgebracht. Diese Sachen werden euch in den kommenden Kämpfen helfen. Benutzt sie, um die Sith ein für alle Mal zu vernichten. Ihr habt euer Versprechen gehalten. Ihr seid frei. Ich habe euch mehr als nur diese Geschenke versprochen. Meine letzte Pflicht ist es, Angst und Schrecken unter euren Feinden zu verbreiten. Ich werde der Donner sein, der euren Sturm ankündigt. Sie werden euren Namen fürchten. Lebt wohl, Waffe der Jedi. Mögt ihr im Blut unserer Feinde baden. Ganz zu Anfang auf Phaeton. Da sind wir ihm begegnet. Und da haben wir damals seinen Tod vorgetäuscht. Wer es die ganze Zeit beobachtet, jetzt die es hier verfolgt hat, der weiß es. Ne? Ich habe ihn für tot erklärt.
ihn sozusagen die Klippen heruntergestoßen, was nicht wahr war. Nicht? Und jetzt, ja. Seht ihr? War noch was zu gebrauchen auf jeden Fall. Werden wir vielleicht nochmal wieder begegnen, wer weiß es schon so genau. Ups. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Verkaufen. Das gucken wir uns jetzt mal kurz an, Mann. Ups. Nee, das sieht auch noch nichts aus, oder? Nee, mag ich nicht leiden. Hat mich sehr gefreut. So, die Schlacht um Corellia sehen wir dann in der nächsten Folge. Das geht dann morgen weiter. Wir sprechen mit Captain, wie heißt der? Ripdyne. Und dann wird die Geschichte weitergehen. Corellia ist der letzte Planet in der Klassenquest. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir so viele Nebenquests noch mitnehmen, wie wir können. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Könnt ihr mal aus den Kommentaren schreiben oder mal einen Daumen hoch, da würde ich mich echt drüber freuen. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hier weitergeht. Mit Galen Massana. Gehabt euch wohl. Euer Rode, ciao.